Wir haben uns gedacht, dass ein Messenger in der Form, wie wir ihn jetzt haben, zum Beispiel Jabber oder Telegram, nicht zu 100% sicher ist. Aus dem Grund haben wir uns gedacht, wir können einen selber bauen mit einer Point-to-Point-Verschlüsselung. Sprich, wenn das jetzt soweit funktioniert, kann ich den auch schon gleich mal zeigen. Ja. Gut. Der Server sieht in etwa so aus, es gibt noch ein bisschen Debugging-Log, also das Programm ist so noch nicht ganz ausgeschrieben, sprich im Moment kann man ihn noch nicht direkt einsetzen. Er verschickt so Messages in der encrypteden Variante, sprich wenn ich mich jetzt als einen Client einmal connecte, sieht das Ganze so aus. Die Message selbst kommt leider mit einer kleinen Verzögerung an, das sind wir auch noch bei. Ja, soweit zu dem Programm selbst. Das Ganze ist so, dass wir auf einer AES-Variante den Datenverkehr entschlüsseln. Der Server selbst hat nicht die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, was die Clients miteinander sprechen. Im Moment sind wir dabei, einen Chatroom zu haben, sprich man hat einen Chatroom und in Broadcast-Messages wird dann an alle Clients versendet, die in diesem einen Chatroom drin sind. Die Clients werden automatisch in den Chatroom angemeldet. Soweit ist es das. Dann kann ich einfach mal gleich einen zweiten Client dazu holen. So, hier unten sieht man dann, ich glaube, es sollte nicht mit auf dem Bild drauf sein, aber hier unten ist dann der Chat, mehr oder weniger. Dann gebe ich dann einfach mal Hallo ein. Wird eine Broadcast-Message gesendet, die dauert knapp 5 Sekunden. Und dann taucht hier unten auf, dass von der Source-IP-Address, Source-Port, die Message Hallo dazu kam. So funktioniert das Ganze. Wir haben uns gedacht, keine GUI, weil das Ganze soll eine Konsolenanwendung werden. Der Server selbst, beziehungsweise das ganze Programm ist in Python geschrieben. Der Server ist portable, sprich man nimmt den Server einfach mit auf zum Beispiel einem Raspberry Pi, stellt ihn zu Hause in die Ecke und soweit können alle Geräte, die portable sind oder Python, den Python-Interpreter unterstützen, dann damit arbeiten. Das war das.